Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Heute probieren wir das Ganze mal für alle Insider als Video. Also diejenigen, die das jetzt ganz normal über die Podcast-Funktion im Smartphone hören, die werden da nicht viel sehen. Aber auf YouTube könnt ihr uns heute als Pilotprojekt sozusagen einfach auch mal ein bisschen zuschauen. Das wollten wir heute mal ausprobieren. Der Olli und meine Wenigkeit, also im Zoom-Meeting. Wir haben gestern schon einen Podcast gemacht, heute sind wir schon wieder da, Olli. Einfach aufgrund dessen, weil sich die Meldungen in der dritten Liga schon wieder komplett überschlagen haben. Also fangen wir mal mit den positiven Dingen an. Beim TSV 1860 im Training heute Keanu Staude mit der Rückennummer 23 und die hat mal einen Fußballgott getragen, Olli. So schaut's aus, Thomas Riedl, wenn uns alle 27. November 1999 das legendäre Tor gegen den FC Bayern München, damals Thomas Riedl, der kleine Pfälzer, damals war auch damals 23 Jahre alt, hat dieses legendäre 1:0 erzielt nach 22 Jahren, nach 22 langen Jahren, endlich mal wieder einen Derby-Sieg eben durch Thomas Riedl. Und diese Rücknummer hat er eben damals getragen und jetzt einer seiner Nachfolger ist eben Keanu Staude, der Ex-Bielefelder. Ja, schauen wir mal, ob er dann auch zum Fußballgott wird mit diesem Trikot. Das würden wir uns wünschen. Ein Leistungsträger hat letztes Jahr die 23 getragen mit Tim Rieder. Also da hat das Trikot mit der 23 ganz gut funktioniert. Ja, das wünschen wir uns natürlich auch von Staude, dass er ähnlich einschlagen wird wie Tim Rieder. Also da wären wir schon ganz schön weit, wenn er auf dieses Niveau kommen würde. Wir lassen uns einfach überraschen. Absolut. So, und dann haben wir es am Wochenende fast schon so ein bisschen befürchtet, was sich da an der Heinrich-Wieland-Straße tut, Olli. Es gab wieder mal ein schlechtes Ergebnis bei Türkgücü. Man hat das Auswärtsspiel in Wiesbaden verloren. Und dann haben wir schon gesagt, oh, da werden die Köpfe aber mächtig rauchen an der Heinrich-Wieland-Straße. Und es ist tatsächlich das passiert, was wir so ein bisschen befürchtet hatten. Alexander Schmidt ist nämlich seinen Job los. Das muss man nicht verstehen. Kifran hat also die Geduld verloren, hat ganz viel Geld investiert in der Winterpause und hat jetzt den Trainer vor die Tür gesetzt, den ehemaligen Löwen. Aus meiner Sicht völlig unverständlich. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil man darf eins nicht vergessen, SVW in Wiesbaden ist ein Zweitliga-Absteiger und es war ja eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Also aus meiner Sicht zumindest, was ich am Fernsehen verfolgen konnte und dass man in Wiesbaden auch mal verlieren kann, also das sollte man einem Aufsteiger schon zugestehen. Ich glaube nicht, dass das Problem beim SV Türkgücü oder bei Türkgücü München der Trainer ist, sondern eher die Kaderzusammenstellung beziehungsweise dieser Aktionismus, der auch in der Winterpause passiert ist. 5 Spieler oder 8 Spieler sogar weg und dann 5 neue Spieler dazu, davon einige angeschlagene Spieler sogar. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen und mir tut Alexander Schmidt doch ein bisschen leid, weil aus meiner Sicht hat er gute Arbeit gemacht in den letzten Wochen und Monaten und man darf eines auch nicht vergessen, er hat auch einige verletzte Spieler momentan im Kader, unter anderem Aaron Bertzel, der Ex-Löwe. Wir haben übrigens vor der Saison mit ihm ein Interview gemacht am Trainingsgelände an der Heinrich-Wieland-Straße. Es war ein sehr launiger Podcast, wie ich finde. Ihr könnt euch das gerne nochmal anhören, also mit einem gewissen zeitlichen Versatz jetzt. Aber das ist schon bitter, dass man jetzt Alexander Schmidt da vor die Tür gesetzt hat. Noch dazu, es wurden vor der Saison auch unfassbar viele Profis eingebaut bei Türkgücü. Und jetzt in der Winterpause nochmal, dass das nicht von einem Tag auf den anderen funktionieren kann, ist logisch. Aber ja, da ist man halt davon ausgegangen, wir öffnen die Schatulle und dann gibt das automatisch auch die Tore und die Erfolge. Das hat nicht funktioniert. Bin mal gespannt, wer da jetzt Nachfolger wird, ob es wieder einen Ex-Löwe gibt. Ein Ex-Löwe? Ja. Und mal Rainer Maurer zurück vielleicht. Das wäre doch was. Das glaube ich wiederum nicht. Der hat sich ja relativ abfällig im Bayerischen Rundfunk dann auch geäußert darüber, was da vorgefallen ist. Am Ende der letzten Saison sind wir mit Rainer Maurer aufgestiegen und dann hat man sich relativ flott dann auch wieder voneinander getrennt. Also das wird es vermutlich nicht, aber vielleicht gibt es ja noch einen Ex-Löwen, der dann... Marco Kurz wäre zum Beispiel frei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Amt annehmen wird. Er hat ja kürzlich auch dem ersten FC Kaiserslautern abgesagt. Also ich glaube nicht, dass es ein Ex-Löwe werden wird, aber schauen wir mal, wen da Hasan Kifran in den nächsten Tagen präsentieren wird. Es ist ein reizvolles Amt, da brauchen wir nicht drüber reden. Also klar, also die Perspektive ist groß bei Türkgücü, aber im Hinterkopf muss man natürlich haben, dass die Zündschnur recht kurz ist anscheinend. Olli, das, was an der Heinrich-Wieland-Straße heute passiert ist, das war nicht die einzige Trainerentlassung, die es in der dritten Liga gegeben hat, denn auch in Magdeburg hat man reagiert. Ich finde ihn sehr sympathisch, Thomas Voßmann, das, was er vor dem Löwenspiel und auch nach dem Löwenspiel gesagt hat, sehr authentisch, sehr sympathisch.
Aber dennoch hat man da jetzt die Reißleine gezogen. Auch er wurde vor die Tür gesetzt. Die nächste Trainerentlassung in der dritten Liga. Also gefühlt die Hälfte der Mannschaften hat jetzt den Trainer schon gewechselt. Tobi, das ist nicht ganz richtig. Da musst du dich ein bisschen revidieren. Thomas Hossmann hat von sich aus sein Amt niedergelegt. Er will nochmal, dass neue Impulse freigesetzt werden beim ersten FC Magdeburg, der vor 2,5 Jahren, ja, wir wissen es, noch in der zweiten Liga gespielt hat. Also er will da quasi den Weg freimachen für neue Kräfte im Verein. Und ich würde es natürlich dem großen Club wünschen, weil wenn man sich überlegt, der Verein hat 1974 das Europapokalfinale gewonnen. Also das ist schon ein ganz großer Club hier im deutschen Fußball. Und ja, schauen wir mal, die sind aktuell Vorletzter in der Tabelle. Wir haben uns damals relativ leicht getan in Magdeburg, in Anführungszeichen 3:0 gewonnen. Allerdings auch nach 2 Standardsituationen. Und ja, zuletzt haben sie eben das Derby gegen den Dynamo Dresden mit 0:1 verloren. Ja, also das ist ein Charakterzug, den gibt es im Profifußball vermutlich nicht ganz so oft, dass dann ein Trainer aus eigenen Stücken sagt, okay, ich möchte dann nochmal einen Impuls setzen, möchte gehen, möchte, dass es dann mit einem neuen Mann an der Seite dann funktioniert. Also das ist ein ganz großer Zug von Thomas Hossmann. Genauso habe ich eben auch dann ja auch kennengelernt bislang. Sehr, sehr sympathischer Mensch. Jetzt wollen wir uns so ein bisschen um die Aktualität auch weiter in der dritten Liga kümmern. Für heute wurde schon ein Nachholspiel abgesagt, das in Lübeck stattfinden sollte gegen Rostock. Da kann weiter nicht gespielt werden. Das hatten wir gestern schon thematisiert. Aber auch das Nachholspiel der Dresdner kann nicht stattfinden. Also all das, was da in dieser Woche geplant war, ja, mehr oder weniger fällt in Schneemassen zum Opfer. Ja, also es ist eine schiefe Tabellenbild immer noch. Das ist natürlich nicht schön für uns aus 60 Sicht natürlich auch, weil wir würden halt gerne eine bereinigte Tabelle haben. Ganz klar, dann kann man sich auch ein bisschen, sagen wir, Ziele setzen auch. Und so bleibt dann nur auf sich selber zu schauen und dann am Ende eben zu deuten, in welche Richtung es eben geht. Ja, das Gute aus Löwensicht ist natürlich, dass Dresden erstmal in Sichtweite bleibt. Also die können da jetzt nicht davonziehen, können da jetzt nicht zusätzlich Punkte aufs Konto schaufeln. Das geht nicht. Sie bleiben für die Löwen in Sichtweite. Wir wollen uns auch um die Aktualität beim TSV 1860 kümmern. Olli, es gab heute ein Interview von Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel mit den Kollegen von TV München, wo es um die Perspektive, um die Planung gegangen ist, wie er denn plant, wenn nächstes Jahr dritte Liga gespielt wird, wenn nächstes Jahr womöglich zweite Liga gespielt wird. Und da gab es schon ein paar interessante Aussagen. Also es ginge eben darum, dass das Gros der Mannschaft zusammengehalten werden soll, auch für den Fall des Aufstiegs. Ja gut, ich glaube erstmal, dass diese Aussagen auch ein bisschen zur Beruhigung dienen. Ich glaube, 10 Verträge laufen beim TSV 1860 aus. Bis jetzt ist noch kein Vertrag dieser Leistungsträger oder auch Talente verlängert worden. Er will vielleicht sich auch ein bisschen Zeit verschaffen, weil wir sind jetzt Anfang Februar. Also eigentlich soll es dann mal losgehen mit den Vertragsverlängerungen. Ich glaube, Günter Gorenzel spielt auch ein bisschen auf Zeit und auch abzusehen, in welche Richtung es dann wirklich geht. Geht es in die zweite Liga oder bleibt 60 ein weiteres Jahr in der dritten Liga? Du warst heute an der Grünwalder Straße, Olli, schaust immer so ein bisschen durch den Zaun durch, wie ich hier durchs Grünwalder Stadion. Man fühlt sich ganz schlecht, Tobi, also ehrlich. Aber du hast ein bisschen gesehen, was denn Keanu Staude heute gemacht hat. Wie hat er denn trainiert? Wie lang war er dabei? Was hast du gesehen? Ja, Keanu Staude war eben das erste Mal heute mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz und die Einheit hat für ihn nicht so lange gedauert. Nach 40 Minuten war wieder Schluss. Aber was ich gehört habe, war dies abgesprochen. Klar, er muss erstmal so ein bisschen reinfinden nach seiner Corona-Zwangspause. Und jetzt schauen wir mal, wie weit er dann morgen ist, wie lange er dann mitmachen darf. Also heute waren es 40 Minuten für ihn. Er war eben beim Aufwärmen dabei, bei leichten Passübungen und dann eben, wie es in den Zweikampf reingegangen ist, dann hat er sich dann verabschiedet in die Kabine und ist dann eben nach Hause gefahren, beziehungsweise ins Hotel. Ja, also ich hoffe, dass da keine Nachwirkungen mehr dabei sind von dieser Corona-Erkrankung. Da haben wir auch schon, ja, wir haben auch schon ganz andere Sachen gehört. Also ich möchte an den ehemaligen Löwen Marin Pongracic erinnern, der sich übrigens auch eine Corona-Erkrankung, Coronavirus zugezogen hat, dann wieder auf den Platz zurückgekehrt ist und irgendwann beim Spiel gegen Union Berlin festgestellt hat, oh, ich bekomme keine Luft mehr. Also kann alles passieren, ne? Würden wir Keanu Staude nicht wünschen, keine Frage. Wir wünschen ihm das Allerbeste, dass er da möglichst schadlos rauskommt. Aber all das ist leider Gottes möglich mit dieser, ja, mit dieser schlimmen Krankheit. Da schauen wir mal, ob er denn eben für Rostock schon ein Thema ist. Wir würden uns das Ganze wünschen. Er wäre mit Sicherheit eine Verstärkung für den TSV 1860. Am
Wochenende geht es also gegen den FC Hansa Rostock. Ich hoffe mal, dass das Wetter dann mitspielt. Wir haben es gesagt, der Platz im Grünwalder Stadion in ja, richtig gutem Zustand, in An- und Abführung, wenn man so möchte. Aber man hat da einiges getan. Die haben da wirklich Tag und Nacht gearbeitet, haben viele Startstellen ausgetauscht. Tja, und jetzt hoffen wir mal, dass das dann am Wochenende dann auch funktioniert. Nicht, dass dann wieder ein Spiel abgesagt wird. Das würden wir uns natürlich nicht wünschen. So, das soll es dann von uns, glaube ich, langsam gewesen sein. Außer, Olli, dir fällt noch was ein. Nee. Also, dass ich mich auf dieses Heimspiel gegen Hansa Rostock freue, es ist ein 6-Punkte-Spiel, auch wenn es die Verantwortlichen beim TSV 1860 natürlich nicht gerne hören. Und 60 kann wirklich jetzt ein Ausrufezeichen setzen. Wir haben heute mal was ausprobiert. Also heute habt ihr uns mal ein bisschen zuschauen dürfen beim Podcast. Und das seht ihr, wie gesagt, bei unserem... Also, geschminkt habe ich mich nicht, Tobi, wie schaut es bei dir aus? Jetzt habe ich dich nicht verstanden, jetzt musst du nur... Also geschminkt habe ich mich nicht, wie schaut es bei dir aus? Nee, ich bin auch nicht geschminkt, ich... Okay. Habe das so versucht heute. Ich hoffe, das war erträglich so. Ich hoffe, das war in Ordnung. Und nochmal, das ist ein Pilotprojekt heute, das wir da einfach versucht haben bei unserem YouTube-Kanal, bei Radis Erben. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, uns abonnieren. Und dann könnt ihr uns eben am... Wir haben noch was zum Schluss, Tobi. Wir haben doch, ja? Wir haben doch jetzt einen Special-Gast in dieser Woche. Einen alten Löwen sozusagen. Willst du was dazu sagen? Ja, wir haben ja schon so ein kleines Tippspiel aufgemacht, wer das sein könnte. Also er hat ein brutal wichtiges Tor für 60 München geschossen, möchte ich mal sagen. Ehemaliger Nationalspieler, war mal in einem Finale, in einem europäischen Finale wohlgemerkt. Das haben wir schon gesagt. Ansonsten 24 Länderspiele. 24 Länderspiele, ja genau. Aktuell Trainer im Ausland. Mehr können wir jetzt nicht sagen. Also wir freuen uns auf unseren Special Guest. Willst du es sagen? Nein, er wohnt oder beziehungsweise arbeitet an einem schönen See. Also da würde ich auch gerne arbeiten, aber Kiesing ist auch nicht schlecht, oder? Absolut, absolut. Ist zwar nicht so berühmt für seine Seen, aber ansonsten auch ganz nett dort in Kiesing, keine Frage. Nee, wir freuen uns auf unseren Gast. Am Donnerstag wird das Ganze vonstatten gehen, ist zumindest so geplant. Und dann sind wir wieder da mit Radis Erben. Außer es gibt wieder was Neues, brandaktuelles aus der dritten Liga, dann melden wir uns auch früher wieder. Bis dann, wir wünschen euch was. Servus. Servus.